Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone und wir zocken heute mal wieder mit dem Reno-Log. Und ja, let's go. Let's go. Ja, zurzeit eigentlich mein Lieblingsdeck mit dem Agro-Druiden. Der Mech-Mage und der Totem-Schamane, die wehren sich ja so ein bisschen. Die zieren sich. Läuft nicht ganz so prall. Wie ihr in den letzten Folgen sehen konntet. Eure Seele wird mir gehören. Aber gut, so ist das eben. Das wird schon noch. Was ich an diesen Decks einfach mag, ist, man hat die ganze Zeit eine volle Hand, ne? Das ist ja schon die halbe Miete. Also man hat immer relativ viele Karten. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Kämpfe meiner Seite. Jetzt wird er aber aggressive hier. Ja, warten wir noch mal ein bisschen ab hier. Das passt schon. Können wir jetzt mal gucken, was er rausspielt so. Okay. Ist nicht mehr so geil. Noch eine Kreatur, bitte. Danke. Dankeschön. So habe ich mir das gewünscht. Auf in die Schlacht, Mane! Okay, das ist eigentlich schon nicht mehr so gut. Schilde hoch! Meine Augen sind offen. Oh, das war so klar, ey. Dreck. Assault! Ah, fick dich, ey. Ah, ich hätte jetzt schon Reno Jackson gebraucht, wäre besser gewesen. Hätte ich nämlich auch eben schon spielen können. Hätte ich nämlich den dicken Golem mit Reno Jackson gespielt, wieder auf 30 Leben. Dem dicken Golem und Reno Jackson hätte ich dann nächste Runde Spot verpasst. Da hätte er mich dann höchstens wieder auf 15 bekommen oder so. Und dann wäre es alles. Und nee, noch nicht mal. Noch nicht mal auf 15 bekommen. Ja, das ist ein bisschen das Problem beim Reno-Log. Also, wenn man manchmal so einen Facehunter hat, da muss man Reno Jackson auch auf der Hand haben. Sonst hat man... Ja, sonst sieht man oft alt aus dann. Ich hätte halt noch die eine Runde auch noch überstehen müssen. Dann hätte ich mir gleich nochmal drei Leben holen können. Und... Dann hätte das schon gepasst. So allerdings nicht.
Beziehungsweise ich hätte es auch anders machen können. Ich hätte auch seine Kreaturen alle wegräumen können, ne? Wäre auch möglich gewesen. Aber wer weiß, ob er noch irgendwas Eilemäßiges auf der Hand gehabt hätte. Also Ansturm. Oh, ey. Das nervt ja jetzt schon wieder, dass er den da liegen hat, ne? Alter Schwede. Wobei es eigentlich egal, ne? Wenn ich den gleich spiele, komme ich kurz mit den paar Schaden komme ich aus und dann klatsche ich ihn weg, ey. Boah, habe ich sogar beide hier. Eule und Zauberbrecher. Ja, was ist das wohl? Das ist Wetteifer. Eure Magie wird euch nicht retten. Nee, ist es nicht. Oh, Pech. Passt schon. Muss man ein bisschen aufpassen, aber egal. Boah, du Nervensäge, ey. Los. Hau rein. Oh, Junge. Was ist denn los mit dir? Hast du nicht gelernt, oder was? Ey, verschwende meine Zeit, ist richtig. Er hat noch nicht mal angegriffen mit seinen Kreaturen. Schon wieder hier, ey. So viele Möglichkeiten. Oh, ich habe wieder nur das Falsche auf der Hand.
Und es ist vielleicht bei einem Deck, in dem 30 unterschiedliche Karten drin sind, jetzt nichts Ungewöhnliches, aber ist halt dann auch kein Wunder, wenn es nicht läuft, ne? Los jetzt, Alter. Alter, was ist denn los bei dir, ey? Bist du hängen geblieben oder was? Ja. 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 Okay, dafür muss man also so lange überlegen. Hab's verstanden. Mongo. So viele Möglichkeiten. Wer nicht kriegt die Spinne, ey, es ist mein Glück. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Okay. Jetzt, hi, jetzt heilige Nova. Wäre schon nicht schlecht, ey. Wäre schon nicht schlecht. Oh mein Gott. Fuck. Boah, ist richtig, ey. Jetzt hat er bestimmt heilige Nova. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Wer ich bin, geht euch nichts an. Gut, das ist ja jetzt nur halb so schlimm. Wobei,
Das ist eine Sache, die mich an dem Deck hier nervt im Vergleich zu meinem normalen Warlock. Oder zu meinem Zoo-Warlock. Ich habe hier nichts, um Kreaturen zu verstärken. Jetzt haue ich da 2 Schaden drauf. Großwildjäger, bam, weg. Ich frage mich. In dem Deck ist der Großwildjäger fast immer nutzlos, wenn ich ihn habe. Das ist das Problem, die Schwäche von diesem Deck hier. Ja, und Reno Jackson ist auch schon das zweite Spiel, wo er einfach nicht kommt. Gut, ich habe auch nur noch 15 Karten. Hab noch immer 15 Karten im Deck. Hier könnte auch die unterste Karte sein, dann würde er jetzt das ganze Spiel nicht mehr kommen. Aber ist scheiße, die Karte zu ziehen, auf die ein Deck aufbaut. Die Karte nicht zu ziehen, auf die ein Deck aufbaut, ne? Ist halt so. Ja, komm. Kollege, hau mal rein. Und dann have fun. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Ich hätte immer noch eine Karte, die mir gleich den Arsch retten könnte. Ohne Witz. Aber das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Fuck off. Es wäre nicht nur Reno Jackson gewesen. Ich hätte auch einfach das ziehen können, wo man eine Kreatur aufopfert und die alle ihren Schaden zufügt. Dann hätte ich einfach alles weggeräumt. Bis auf den einen 2-2er und den anderen, und das, was aus dem Schredder rauskommt. Das könnte auch nur eine Kreatur mit einem Angriff sein. Dann nächste Runde Reno Jackson und dann hätte ich das Ding gewonnen. Weil bei ihm die Puste raus gewesen wäre. Das ist so bei dem Secret Paladin, aber gut. So ist es eben. Ja, das war's mit dieser Folge und ja. Für Sonntag... Nee, was rede ich für ein Quatsch? Egal. Ja, das war's mit dieser Folge und morgen werde ich dann mal wieder mit dem Agro-Druiden spielen. Ciao!